So, willkommen zurück zu Layers of Fear, und zwar die Erweiterung. So, was müssen wir jetzt hier machen? Ah, warte mal, das sieht aus wie... Ein Gesicht, warte mal. Das könnte da oben hinkommen. Nee, oder? Doch. Passt auch. Nehmen wir mal das hier. Nee, das passt nicht so. Dann bestimmt noch zwei. Aber wo liegen die? Mein Liebling, ich habe über das nachgedacht, was geschehen ist. Ich habe versucht, es zu verstehen. Liebe, hilft mir, ich verstehe es einfach nicht. Warum hast du das getan? Hattest du das Gefühl, dass es keine andere Möglichkeit mehr gibt? Sag es mir verdammt nochmal, womit habe ich das verdient? Ich habe mein Bestes getan, das weißt du doch. Ich habe dir alles gegeben, du verdammte eigensüchtige Schlampe, warum hast du mir das angetan? Also fehlt noch was. Gucken hier noch mal. Aber hier waren wir ja auch schon mal. Ja. Mal den Text hier noch mal an der. Lieber Freund, heute will ich, bevor ich meinen neuen Termin aufbreche, einen letzten Versuch unternehmen, mit ihm zu kommunizieren. Da Sie offenbar beschlossen haben, auf meine Anrufe und Briefe nicht zu antworten, will ich persönlich mit Ihnen sprechen. Wenn Sie dies lesen, ist mir das nicht gelungen und möchte ich mir dafür entschuldigen. Sollten Sie mich ignorieren, werde ich diesen Brief unter Ihrer Tür durchschieben. Hoffentlich können Sie ihn wenigstens lesen. Falls der Umstand, dass ich an Ihre Tür geklopft habe, Ihnen Unbehagen bereitet hat, sollen Sie um alter Zeiten willen wissen, dass dies nicht meine Absicht gewesen ist. Ich wünschte, Ihnen sagen zu können, eine wundersame Lösung für Ihr Problem gefunden zu haben. Doch das ist leider nicht der Fall. Sie sollen wissen, dass ich als Ihr gesetzlicher Repräsentant immer mein Bestes getan habe. So wahr mir Gott helfe. Leider bin ich der Meinung, dass die Probleme, mit denen Sie kämpfen, weit über meine Expertise hinausgehen. Ich fühle mich jetzt erneut genötigt, Sie zu bitten, professionelle Hilfe aufzusuchen. Doch seien wir ehrlich, wenn Sie auf mich hören würden, hätten Sie das schon längst getan. Es tut mir leid, dass es so enden musste, doch ich werde immer an Sie und Ihre Familie denken. Ihr alter Freund James Jerome Sadler, Rechtsanwalt. Toll.
bis ich nicht. Ob es schon zu Ende ist, aber da kann ich mir nicht vorstellen. Weil hier ist weiter nicht. Wie ist das gemeint hier? Shit, ey. Da oben ist das schon mal richtig. Das ist doch Kacke. Was soll denn die Reihenfolge sein, ey? Ach man, ey. Was da überhaupt gar nicht, ey. Diese scheiß Taschenlampe. Sehr merkwürdig, ey. Hinkommen. Da ist das auch falsch. An aus, an aus. Ach nee, ey. Das ist doch scheiße, ey.
Dann ist er doch gar nicht vollständig. Da noch zwei fehlen. Sehr merkwürdig. Ich gehe hier nochmal hoch. Hier ist auch weiter nichts. Ah, hier ist offen. So, after all this time, after all I've been through. Stay here. Your mother and I need to talk. This is all you have for me? And of all places, you chose this room. You think I don't hear that? Stop crying! Don't make me come in there! So many memories. This one room filled with more memories than I can count. I thought I told you to be quiet! Oh, the lovely memories. I imagined him standing there, all smug and pleased with himself, thinking this piece of canvas was somehow going to fix everything. I imagined what I would say to him, what I would do. Why, Daddy, you shouldn't have. You really shouldn't. Ein bisschen sauer. Ach du Scheiße. Was eine Erweiterung, ey, leck mich am Arsch, Alter. Hammer. Oh Mann. Dann würde ich sagen, schon mal danke fürs Zuschauen. Somit haben wir Layers of Fear und Layers of Fear Inheritance die Erweiterung durchgespielt. Und würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in einem neuen Game wieder. Also haut rein. Bis dann.